So, willkommen zurück. Ich habe jetzt alles soweit zusammengetragen, was wir brauchen. Und hab verbessern. Okay, wollte schon sagen. Genau, jetzt haben wir nämlich hier alles so ein bisschen. Congratulations. You have unlocked Hub Feature Molecular Analysis Machine, also known as the MAM. Ist ja komisch. Building Biomass Burner. Building Space Elevator. Equipment Object Scanner. Equipment Beacon. Additional Hand Equipment Slot. Bin gerade ein bisschen komisch. Da ist irgendwas gelandet. Das habe ich letzte Mal. Ich habe das im Stream ja schon gemacht, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass da irgendwas gelandet ist. Ja, cool. Ein Raumschiff oder so. Okay, wir haben, was ich aber im Stream mir noch nicht angeschaut habe. Wir haben hier was Neues. Ach genau, das ist, okay. Da kann man Sachen identifizieren. Gut, dann packen wir das mal rein. Fangen wir mal an damit. Okay, solange das analysiert, okay. Kann ich nichts anderes reinpacken. Okay, was können wir jetzt? Organisation, Lagercontainer. Genau, das meinte ich. Das können wir jetzt machen. Und wir können jetzt einen Produktion Miner. Dafür brauchen wir so einen kleinen. Kann ich die denn da abbauen? Ah, kann ich. Ach, mein Inventar ist voll. Okay, dann entsteht da so eine Kiste. Ist auch lustig. So, meiner. Nicht genügend Freiraum. Sag mir bloß, das ist alles zu nah. Ach, scheiße. Da habe ich es ein bisschen zu nah dran gebaut. Muss ich die alles mal abreißen. Das ist natürlich jetzt nervig. Dazu kommt, dass mein Inventar voll ist. Da ist das Ding, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Habe ich aus Versehen abgelegt. Ich wollte es schon eben neu bauen. So, das noch hierher. Holz, Biomasse. Holz. Wir können die ganze Scheiße jetzt hier abbauen. Geht das jetzt ernsthaft nicht, dass ich das hier nicht mehr wegkriege? Scheiße, geht das jetzt ernsthaft nicht, dass ich das hier nicht mehr abreißen kann? Linke. Dann habe ich jetzt ein Problem, weil ich habe das viel zu nah hier dran gesetzt.
müsste doch irgendwie wieder abzureißen sein. Scheiße. Was haben wir denn jetzt? Warte mal, F. Ah. Aber es ist dann komplett kaputt, okay. Egal, wir können es ja neu bauen. Wahrscheinlich sind es auch weniger. Nicht genügend Freiraum. Wieso sagt er mir nicht genügend Freiraum? Ich kann den aber nur da setzen. Nicht genügend Freiraum. Also war der Abriss jetzt gerade... Wieso ist hier nicht genügend Freiraum? Verstehe mal, wer will. The MAM has completed its analysis. Die Analyse ist beendet. Ja. So, ich wollte gucken, ob ich es hier hinsetzen kann. Auch wieder nicht genügend Freiraum. Das verstehe ich gerade gar nicht. Ist das buggy oder... Ich muss das mal kurz googeln. Also ich habe leider nicht wirklich... Ah, okay. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ich muss erst das abbauen hier. Okay, ich kann natürlich nichts mehr aufnehmen. So wie das in Q&A steht, müsste man erst das Ding in der Mitte abbauen. Jetzt ist die Frage, wie lange dauert das?
Na, guck mal. Guck mal, wie lange das dauert. Also wie gesagt, im Q&A steht, dass das Ding in der Mitte abgebaut werden muss. Ah, okay. Das ging aber schnell. Und dann kann man es reinsetzen. Muss man auch erstmal wissen. Hätte ich die anderen Sachen gar nicht abreißen müssen. Das nervt mich gerade. So. Mal da drüben auch noch einen hin. Dumm. Dann machen wir nämlich gleich noch die Schmelzerei. Und dann machen wir noch einen Lagercontainer hier hin. Zwischen. Was ist das denn alles vom Platz her? Ah, es wird knapp. Das passt leider nicht. Das passt auch nicht. Ach, fuck. Nah. Gut, dass ich so viel Materialien habe, dass mich das interessiert im Moment überhaupt nicht interessiert. Ach man, Schmelzerei. Ich möchte nämlich den Lagercontainer dazwischen haben, dass da einfach erstmal alles reingeschmelzt wird. Dass da alles reingeschmelzt wird und danach kommt dann der Konstruktor, dass ich dann da nur rangehen muss und sagen, ich brauche jetzt das. Und dann hat er schon genug im Hintergrund und dann kommt dahinter noch ein... Weiß nicht, ob das Sinn macht. Macht das Sinn? Eigentlich wenig Sinn. Eigentlich macht es wenig Sinn. Zu teuer, okay. Und jetzt produziert das hier. Eisenerz. Hier kommen die Bahn raus. Und hier kann ich jetzt die Eisenplatten machen. Yay! Mega gut. So sollte das sein. Dann machen wir das hier nochmal genauso. Produktion, Schmelzerei, Abstand, wie gesagt. Passt nicht. Ah, meine Scheiße, Mann. Schmelzerei. Kannst keine weiteren. Okay. Bauen wir hier mal noch einen Mast hin. Ach so, hätten wir das auch machen können. Okay.
Warte mal. Kann keine weiteren Verbindungen. So, hätten wir es doch nicht machen können. Zwei. Nicht zwei. Nicht drei. Zwei. Up. Bumm. 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 Der produziert. Der macht mir jetzt Eisenbahnen. Dann stellen wir hier unten noch einen Konstruktor hin. Ich glaube, ich habe keine Energie mehr. Ich habe keine Energie mehr. Noch? Ich noch. Ich glaube, ich habe zu viel angeschlossen. Kann das sein? Hat er zu viel? Ah, da muss man auch drauf kommen. Da muss man auch erstmal drauf kommen. No power. So, und dann produzieren wir hier mal Eisenstangen. So. Dann haben wir nämlich erstmal das, also Eisenplatten und Eisenstangen. Schön in der Produktion. Yay. Dann würde ich hier in die Mitte eine Kiste, hier eine Kiste hinsetzen. Aber das wird nicht passen vom Band her, oder? Das passt vom Band her nicht. Schade. So, und das gleiche müssten wir jetzt eigentlich oben noch beim Kupfer machen. Gott, wie viel wir jetzt hier noch basteln können, das ist ja Wahnsinn. Logistik, persönliche Aufbewahrung. Teilmontage. Hindernisbeseitigung. Gehwege. Okay, das ist Stufe 1, das haben wir alles. Ja, würde ich sagen, dann fangen wir mal hier vorne an. Biobrennstoff. Meilenstein auswählen. Was brauchen wir? 150 und 500 davon. Oh, ich glaube, ich ist voll. Oder? No power. Wieso hat er nur keine Power? Weil er nicht angeschlossen ist. Ah. Aber was ich jetzt mal machen werde, ist definitiv so eine Lagerkiste hier hin.
hoffe, das geht. Und dann lassen wir einfach mal, machen wir ein bisschen Pause. Das geht leider nicht. Und dann lassen wir in der Pause mal ein bisschen das arbeiten. Sollen die Lagerkisten voll machen. Genau. Machen wir auf der anderen Seite auch. Und dann, wie gesagt, dann mache ich einen kleinen Cut. Sichere mal die Aufnahme. Dann lassen wir das mal einfach durchlaufen. So. Wir müssen uns dann nochmal zwischendurch um Biomasse kümmern, natürlich. Na ja, haben wir nämlich nur noch 4. Sonst wird das nämlich nichts. So. Wie gesagt, wir machen einen kleinen Cut und sehen uns dann später wieder, wenn ich richtig jetzt 4 produziert habe von dem ganzen Scheiß. Bis gleich.